Hey Leute, wenn ich mal wieder einen Tag bei meinen Großeltern bin, dann weiß ich immer abends eines ganz sicher. Alt werden macht keinen Spaß. Man ist nicht mehr so agil und lebensfroh wie früher, viele Dinge am Körper tun einem weh und man ist auf einmal viel anfälliger für Krankheiten. Aber warum ist das eigentlich so? Altern ist eines der natürlichsten Dinge, die wir tun. Es passiert uns ständig und jeden Tag. Und nicht nur Menschen, sondern auch die allermeisten Tiere altern. Aber evolutionär gesehen ergibt das doch nur wenig Sinn, oder? Das große Ziel des Spiels, das sich Evolution nennt, ist, am Leben zu bleiben und seine Gene an die nächste Generation weiterzugeben. Und diese beiden Faktoren bestimmen, wie sich eine Spezies fortpflanzt. Entweder mit sehr vielen Nachkommen und einem dafür geringen Lebensalter der einzelnen Lebewesen, oder dem Gegenteil, Lebewesen, die durchschnittlich extrem alt werden, dafür aber nur wenige Nachkommen zeugen. Und natürlich gibt es auch alle Möglichkeiten dazwischen. Aber diese beiden Faktoren sind normalerweise im Gleichgewicht. Eine Theorie besagt, dass Spezies, die sowohl kurze Generationszyklen als auch eine lange Lebensdauer haben, zu Überpopulation neigen, was oft dazu führen kann, dass mangelnde Nahrung die Population wieder einschränkt. Kann es also sein, dass sich unser Körper bewusst irgendwann ausschaltet, um Platz für die nächste Generation zu machen? Ein vorprogrammierter Tod quasi? Ja, nichts anderes ist das Altern auf einem mikroskopischen Level. Wir bestehen aus Zellen und die sterben irgendwann. Jede Sekunde sterben in deinem Körper ca. 2 Millionen Zellen. Aber es werden auch jede Sekunde 2 Millionen neue Zellen produziert, sodass du immer ungefähr gleich viele Zellen im Körper hast. Auf Dauer führt das übrigens dazu, dass fast alle Zellen deines Körpers ausgetauscht werden und du, zu einem großen Teil, aus komplett anderen Zellen bestehst als noch vor ein paar Monaten oder Jahren. Dazu habe ich aber schon ein Video gemacht, das könnt ihr hier oben finden. Das Produzieren von neuen Zellen macht dein Körper durch einen einfachen Trick: Zellteilung. Statt komplett neue Zellen zu produzieren, teilen sich die lebenden Zellen einfach auf. Das funktioniert für eine Weile lang super, bis die Grenze erreicht ist. Die Hayflick-Grenze, entdeckt 1961 von Leonard Hayflick, einem Gerontologen, einem Alterswissenschaftler. Die Hayflick-Grenze beschreibt, wie oft sich eine Zelle teilen kann, bevor der programmierte Zelltod eintritt. Und die ist bei Menschen ungefähr bei 50. Verantwortlich für dieses Limit sind Telomere, die Enden von Chromosomen. Denn die werden bei jeder Zellteilung etwas kürzer, bis sie schließlich, nach ca. 50 Teilungen, eine kritische Länge unterschreiten und so kurz sind, dass sich die Zelle nicht mehr teilen kann und abstirbt. Obwohl diese Entdeckung 1961 gemacht wurde, sind Wissenschaftler immer noch dabei, dem Prozess des Alterns auf den Grund zu gehen und ihn zu verstehen. Aber es gibt bereits Experimente, die gezeigt haben, dass die Telomere wieder verlängert werden können, was direkt dazu führt, dass sich die Zellen weitaus häufiger teilen können als nur 50 Mal. Könnte das also das Mittel sein, das den Alterungsprozess stoppt und jedem die eigene Wahl gibt, wann er stirbt? Nun ja, hier sollte man wirklich ganz vorsichtig sein. Denn eine andere Art von Zellen, die sich auch unendlich oft teilen können, sind Krebszellen. Die Tatsache, dass sie keinen einprogrammierten Zelltod haben und sich immer weiter teilen können, ist die Ursache dafür, dass Tumore erst entstehen. Es kann also gut sein, dass unser Körper ganz bewusst Zellen irgendwann sterben lässt, nämlich damit sich fehlerhafte Zellen nicht weiter verbreiten können. Und das ist super interessant, denn genau wie auf dem mikroskopischen Level Zellen irgendwann sterben müssen, machen ja auch Tiere irgendwann Platz für die nächste Generation. Wir Menschen wurden viele tausend Jahre lang im Durchschnitt nur ca. 30 Jahre alt. Fortschritte in Medizin und Nahrungsbeschaffung sorgten aber dafür, dass Menschen vor 100 Jahren ca. 50 Jahre alt wurden und heute liegt die Lebenserwartung für Neugeborene in entwickelten Ländern bei über 80 Jahren. Mit dieser Entwicklung geht zwar auch eine Senkung der Geburtenrate einher, trotzdem ist die Weltbevölkerung in den letzten 100 Jahren zahlenmäßig explodiert. Die Frage ist also, was passiert, wenn die Wissenschaft einen Weg findet, Telomere zu verlängern, ohne dabei das Krebsrisiko zu steigern? Was, wenn wir ein effektives Mittel gegen das Altwerden erfinden? Die Folgen so einer Erfindung, wenn sie nicht verboten wird, sind nur schwer abzuschätzen. Aber als erstes werden natürlich weniger Menschen an Altersschwäche sterben. Das lässt die Weltbevölkerung sehr rapide ansteigen und zwingt viele Länder womöglich dazu, das Zeugen von Kindern einzuschränken oder sogar zu verbieten. Auf Dauer dürften Menschen nur dann ein Kind bekommen, wenn vorher jemand stirbt, was dann nur noch durch sehr schwerwiegende Krankheiten passiert oder wenn sich jemand bewusst dazu entscheidet zu sterben. Es würde riesig lange Listen mit Paaren geführt werden, die alle Eltern werden wollen. Gleichzeitig müssen tausende Schulen und Universitäten schließen, weil es kaum noch Kinder gibt, die ausgebildet werden müssen. Das legt den Fokus viel mehr auf eine individuelle Erziehung und Ausbildung. Man kann Kindern jetzt einen einzigen persönlichen Lehrer geben, der sie dann mit neuen Aufgaben konfrontiert, wenn es der richtige Zeitpunkt für sie ist und nicht für die ganze Klasse. Wenn Menschen mehrere hundert Jahre alt werden, könnten sie viel effektiver in ihren Berufen arbeiten. Die gesammelte Erfahrung eines Menschen würde nicht mehr nach weniger als 50 Jahren Arbeit verloren gehen. Das kann ein riesiges Potenzial für den Fortschritt der Menschheit bedeuten.
Trotzdem würden wahrscheinlich viele Leute Hunger leiden müssen und es würde sogar Kriege um Ressourcen geben, bis sich die Weltbevölkerung zahlenmäßig angepasst hat. Und von da an? Wer weiß, wahrscheinlich besiedeln wir den Mars und danach andere Planeten, um als Menschheit zu wachsen. Alles ist möglich, auch dass unser System unter der Last so vieler Menschen zusammenbricht. Die Frage ist nur, wollen wir das? Ist Altern Teil des Lebens und unseres Lebenszyklus? Oder sollten wir, wie viele jetzt schon meinen, Altern als Krankheit einstufen und versuchen, diese zu bekämpfen wie andere genetische Krankheiten auch? Die Frage gebe ich jetzt einfach mal an euch weiter. Ist Altern eine Krankheit? Diskutiert mit mir unten in den Kommentaren, wenn euch das Video gefallen hat, vor allem mein Make-up, dann gebt mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns bis zum nächsten Donnerstag. Haut rein, euer Cedric. Auf Wiedersehen, tschüss Kinder. Wiedersehen, okay, bye bye. Oh, ich bin sterben.